Venom ist wieder back und damit herzlich willkommen zu einem weiteren GTA 5 Online Video hier auf meinem Kanal. Wir haben Donnerstagmorgen, das heißt, wir haben eine brandneue Eventwoche am Start, inklusive ein neues Casino-Auto, was wir gratis gewinnen können. Ich würde sagen, wir starten sofort rein. Falls du neu bist, dann ja, lass doch gerne ein Abo da, damit du rund um GTA 5 und um GTA 6 jetzt gar nichts mehr verpasst. Außerdem musst du wissen, dass ich jeden Donnerstagmorgen die Eventwoche live streame und danach eben genau dieses Video hier hochlade, in dem du innerhalb von 3 Minuten ungefähr erfährst, was jetzt eben in der Eventwoche neu ist. Also Casino-Auto, Rabatte, Geld machen, alles drum und dran. Also hier verpasst du wirklich gar nichts mehr. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir zum allerersten Punkt, zum Punkt vom Casino-Auto. Wir fahren mal kurz rein und schauen mal, was wir denn diese Woche dort gratis gewinnen können. So, Freunde, was haben wir hier? Wir haben den XA21 im Casino. Das Ganze könnt ihr hier jetzt sehen. Ein Supersportwagen, der kostet knapp 2,4 Millionen GTA 5 Dollar, Freunde. Also dreht am Glücksrad unbedingt. Ich verspreche es euch, der Wagen ist es wert. Er ist für Wallrides und Rennen generell einfach sehr, sehr gut geeignet. Und dann bin ich ja 2,4 Millionen wert. Von daher solltet ihr unbedingt zumindest probieren, am Glücksrad zu drehen. Wer das Ganze gewinnen will, dem kann ich mal unter dieses Video in der Beschreibung eine Taktik verlinken, wie ihr eben die Wahrscheinlichkeit erhöhen könnt, um das Fahrzeug zu gewinnen. Und machen wir weiter mit dem nächsten Punkt. Gehen wir mal rüber zu den Fahrzeugrabatten. Wir fangen an bei Legendary Motorsport. Dort haben wir diese Woche tatsächlich, und das ist ja fast schon ein Wunder, mal wieder ein paar neue Fahrzeuge und nicht die, wo wir die letzten 7 Wochen schon hatten. Klar, die sind immer noch drin, aber wir haben halt auch zum Glück was Neues. Und zwar haben wir einmal den Ocelot Locust von 1,6 Millionen auf 975.000 reduziert. Den kann man sich gönnen. Was haben wir noch? Wir haben den Swinger, ja, den kennen wir halt seit 7 Wochen, ist klar. Ist der hier drin. Genauso wie der Karen 190Z, der Viserys und der Savestra, die sind auch schon knapp 2 Monate jetzt drin. Nichts Neues. Dann haben wir aber neu den Übermacht SC1 von 1,6 Millionen auf 961.000. Den kann man sich auf jeden Fall gönnen. Der ist ja nicht schlecht. Der Dibushi Rapid GT Classic ist auch schon ewig drin. Der ist nach wie vor reduziert. Der Torero ist nach wie vor reduziert. Genauso wie, wie der Pegassi Infernos Classic. Auch schon eine ganze Weile drin jetzt. Dann haben wir neu den Emperor ETR1 von knapp 2 Millionen auf 1,4 ungefähr reduziert. Also wer Bock hat, darf sich den auch gerne gönnen, spart man ja knapp 600.000, lohnt sich auf jeden Fall, würde ich sagen. Und bei Legendary Motorsport war es das noch nicht, der Mamba ist noch drin, der ist aber auch schon lange drin. Und ansonsten noch der Benefactor Sterling GT. Und das, meine Freunde, soll es bei Legendary Motorsport gewesen sein. Und da, meine Freunde, gehen wir rüber zu Warstock, aber da können wir auch gleich schon wieder rausgehen, weil da haben wir nichts drin, außer den JB700W, aber der war letzte Woche schon. Glaube ich zumindest. Und ansonsten ist hier nichts. Also einmal kurz rein und direkt wieder raus. Und gehen wir direkt zum nächsten rüber. Bei San Andreas, tatsächlich genau das gleiche. Da haben wir nichts Neues. Der war letzte Woche, hat wahrscheinlich einfach nicht aktualisiert. Der Sugoi war letzte Woche drin. Der Maxwell war Grunt oder wie heißt, auch letzte Woche. Sind alles so Kandidaten, die jetzt halt schon ein bisschen lange da drin sind. Und ansonsten auch bei San Andreas leider nichts weiteres Neues, wo halt jetzt eben reduziert ist, und somit machen wir direkt weiter. Arena War, Bennys, Elitas und Doctis brauchen wir gar nicht jetzt reingehen, da kann ich euch sagen, Freunde, da gibt es nichts, wirklich 0,0 gibt es da. Schade, ansonsten zusammenfassend, Rabatte diese Woche nur bei Legendary Motorsport, ansonsten leider nicht viel. Immobilien brauche ich auch nicht hingehen, genauso wenig, weder Büros noch Hangar noch Basis, da gibt es gar nichts, keine Penthäuser, da ist nichts am Start. Die Häuser, also die Garagen und die Apartments, die sind noch reduziert. Da bin ich mir aber auch nicht sicher, ob das von letzter Woche noch ist oder ob es aktualisiert hat. Wir können mal ganz kurz reingehen. Hier, da seht ihr noch, die ganzen Apartments sind Stand aktuell noch reduziert. Genauso wie alle Garagen. Also ja, vielleicht sind die einfach noch eine Woche drin. Das kann gut sein. Also müsst ihr halt selber schauen. Aber gönnt euch auf jeden Fall noch ein Apartment, solange es hier noch im Rabatt ist. So, von der eine Sache, die ich gerade mitbekommen habe, ist, dass wir 50% auf die Warenhäuser haben. Das heißt, diesen 50% reduziert, könnt ihr euch auf jeden Fall gönnen. Dementsprechend haben wir Doppelgeld und Doppel-RP auf Special Cargo. Also ja, die Warenhäuser, da könnt ihr diese Woche auf jeden Fall einiges mit anfangen. Eben billiger dieses ganze Ding kaufen und halt doppelt so viel damit verdienen. Okay, Freunde, kommen wir jetzt dazu, wie wir die Woche viel Geld machen können. Und das ist wirklich heftig, Freunde. Sehr, sehr gut zuschauen und gut zuhören. Wir haben dreifach Geld und dreifach RP auf Zeitrennen. Zeitrennen, ich hoffe, ihr wisst, was es ist. Zeitrennen ist das Rennen. In dem Fall hier. Jede Woche Donnerstag ist ein einziges Zeitrennen hier auf der Map. In dem Fall ist es das hier. Wir haben hier 4 Minuten und 9 Sekunden Zeit. Und normalerweise kriegen wir dann, wenn wir dieses Zeitrennen beenden, 100.000 GTA-Dollar. Jetzt kriegen wir einfach dreimal so viel. Also wir kriegen 300.000 GTA-Dollar, wenn wir dieses Zeitrennen hier schaffen. Das heißt 300.000 Dollar in 4 Minuten, Freunde.
Das ist sehr, sehr wild. Dazu werde ich auf jeden Fall die Tage, vielleicht noch heute oder morgen, ein Video machen. Also wer das sehen will, ja, dem kann ich auf jeden Fall empfehlen, Freunde. Macht die Glocke an oder sowas, dann seht ihr das Video direkt. Weil 300.000 in 4 Minuten, die sollte man auf jeden Fall mitnehmen. Und das war immer noch nicht alles, denn wir haben dreifach Geld und dreifach AP auf den Gegner-Modi Powerplay. Hier seht ihr es, jedes einzelne. Da könnt ihr auf jeden Fall diese Woche auch dreimal so viel Geld und dreimal so viel AP mitnehmen. Also wer darauf Bock hat, Freunde, gönnt euch diese Woche. Okay, Freunde, zusammenfassend muss ich sagen, die Eventwoche ist wirklich eigentlich ganz geil. Also, ja, am Anfang habe ich gedacht, sie ist nicht so gut, aber mittlerweile, jetzt, wo ich die anderen Sachen mitbekommen habe, muss ich wirklich sagen, es ist wirklich nice. Wir haben ein sehr, sehr geiles Casino-Auto mit dem XR21 von 2,4 Millionen. Okay, Rabatte sind nicht gut, da sind wir uns einig. Warstock und Helikopter, Flugzeuge, alles nichts dabei. Nur bei Legendary Motors hat ein bisschen was. Also, ja, Rabatte sind wirklich nicht gut. Aber Geldmethoden, das ist krank, Freunde. Die Zeitrennen, dreifach Geld, das ist heftig. Und auch Powerplay, dann die Warenhäuser und ja, Cargo-Mission, das ist schon stabil, Freunde. Also ich würde sagen, diese Woche kriegt von mir ja eine 8 aus 10, weil eben alles wirklich sehr, sehr gut ist, außer halt die Fahrzeugarbeit, da kannst du nichts gegen machen. Und das soll es gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, dann zeigt ihr mit einem Daumen nach oben, Freunde, nochmal vielen, vielen Dank für den kranken Stream, den wir heute Morgen hatten. Wir waren über 430, 440 Zuschauer, es war krass. Heute Abend 19 Uhr live auf Twitch, Venomames. Wir sehen uns, bis dann, macht's gut und ciao.